Sensorspeicher erweitern mit einem eigenen 12-Volt-Akku. Wir haben 48-Volt-Akku probiert. Wir haben einen 24-Volt-Akku angeschlossen. Das hat wunderbar geklappt. Schau dir die anderen Videos an. Jetzt haben wir aber einen 12-Volt-Akku und die Eingangsspannung ist mindestens 15 Volt. Wir nehmen unseren 12-Volt-Akku, Eingang 13,6 Volt. Den Ausgang stellen wir jetzt auf 40 Volt ein, genauso viel wie ein klassisches Solarmodul macht. Den Spannungswandler schließen wir jetzt an unseren 12 Volt Akku an und hier bekommt der Hyper 2000 jetzt ein 40 Volt Solarmodul dran angeschlossen und wir sehen in der App, dass wir eine Stromproduktion haben über Solarmodule. Wir können hier mit diesem Poti den Strom einstellen. Wir sehen das hier direkt an der Stromzange und die Leistung der Solarmodule sollte auch hochgehen. Wir sehen hier 140 Watt. Den eigenen 12-Volt-Akku können wir mit einem klassischen Laderegler aufladen und den Sensorspeicher ganz günstig erweitern. So ein Aufbau ist natürlich nicht laut Herstellerangaben. Das heißt, du solltest schon wissen, was du tust, sonst riskierst du die Garantie deiner Geräte. Wenn du das jetzt verpasst, bist du selber schuld. Bausätze inklusive Gehäuse für Lithium-Eisenphosphat-Zellen super günstig. Bei Interesse einfach eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Dazu kommen noch weitere Videos, deshalb abonnieren Sie, sonst weinen Sie.